Massenschlägerei in der Neusser Innenstadt. Dort haben sich am Wochenende etwa 25 Personen geprügelt. Es gibt Verletzte. Zwei von ihnen haben schwere Stich- und Schnittverletzungen. Das ist nur eine Meldung, willkürlich ausgesucht, aber kein Einzelfall. Wir schauen in die Polizeimeldung. Jede Markierung steht für eine Tat mit einem Messer. Das Messer, eine gefährliche Waffe. Die Polizei sieht's mit Sorge. Die Entwicklung ist so in den letzten 2,5 Jahren festzustellen. Zum einen die Körperverletzungsdelikte, wo man sich nur mit Faust schlägt, nehmen ab. Dafür nehmen die gefährlichen Körperverletzungsdelikte zu. Das heißt, es kommt zu einer Auseinandersetzung mit einer Waffe. Und hierbei spielt das Messer eine besondere Rolle. In der Kriminalstatistik werden heute nur der Einsatz oder das Drohen mit einer Schusswaffe erfasst, nicht aber der Messereinsatz. Und das, obwohl das Messer bei häuslicher Gewalt, bei Raub oder auch bei Körperverletzungen eine immer größere Rolle spielt. Besonders bei den körperlichen Auseinandersetzungen auf der Straße ist das Profil der Täter ähnlich. Nach unseren Feststellungen ist es eine besondere Gruppe, jung. Männlich, Alter zwischen 15 und 25 Jahren. Viele von den Straffälligen landen dann in den Kursen von Andreas Sandfoss. Der Antigewalttrainer zeigt uns, was er seinen Kursteilnehmern schon so alles abgenommen hat. Es geht immer darum, etwas mitzuteilen, also Omnipotenz mitzuteilen und klarzumachen, ich bin wehrhaft. Also ich habe die Möglichkeit, mit diesem Messer eine Menge Schaden auszurichten, egal wie groß mein Gegner ist. Freiwillig kommt niemand. Es sind vor allem Auflagen des Gerichts, die die Leute hierher bringen. Seine Methode ist die direkte Konfrontation mit der Tat. Es muss sehr nah auch in der Realität sich entlangarbeiten, sonst erreiche ich die nicht, weil die sind Sozialarbeiter erfahren, die wissen, was sie sagen müssen. Wenn ich mal frage, wie ist denn das, wenn dein kleiner Bruder oder deine kleine Schwester mit so einem Messer bedroht wird, verletzt wird, wie wäre das für dich? So versucht er sie zu packen. Auch Fotos von Stichverletzungen der Opfer zeigt er seinen Teilnehmern. Schließlich sollen die jungen Straftäter sehen, was sie angerichtet haben. Manche kann er so wachrütteln, die meisten aber nicht. Für sie geht die kriminelle Karriere dann weiter.